Wie sieht's denn hier in dieser Hütte aus? Ach so, du bist hier ganz allein. Schuft hasst es, dass ihn nur Männer besuchen gehen. Ich bin mir sicher, dass er sich freuen würde, wenn du ihn besuchst. Jep, so eine Art Kerl ist er. Na, jetzt nicht. Wir müssen das da suchen. Irgendwo muss er ja stecken. Das kann auch nicht sein, dass er nicht hier ist. Das Fieber von Kumatora ließ nach und wir haben Medizinalfeuer erlernt. Herr, sind Sie ein Freund von Duster? Ja. Ich wette, Sie sind ziemlich beliebt bei Mädchen, oder Herr? Warte mal, Eva. Ich glaube, das ist eine Dame und kein Herr. Naja. Ist wahrscheinlich wegen ihren kurzen Haaren, dass sie jetzt dachten, das sei ein Kerl. Dabei, naja, gut. Vielleicht wollen die einfach nur, ich weiß auch nicht. Die Frage ist jetzt nur, wo kann man das da jetzt finden? Gut, gehen wir mal auf die andere Seite. Wisst ihr etwas über das da? Oh! Was denn jetzt? Alter, wo ist? Wo ist das da, dieser Langfinger? Hm? Er war der Einzige, der von dem Gate im Brunnen wusste. Und jetzt ist es weg. Was bedeutet, dass das das gestohlen hat? Nein, ich hab's wieder zurückgelegt. Das war mein Geld. Wir fragen das jetzt schon zum tausendsten Mal. Aber woher hast du das Zeug? Und abgesehen davon, was ist Geld überhaupt? Das hört sich alles sehr verdächtig an, wenn du mich fragst. Oh, Flint. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig! Hört, Wes und Duster sind beide Diebe. Aber sie haben noch nie was getan, weil wir noch nie etwas zum stehenden Dorf hatten. Aber wir wissen alle, dass sie gutes Zeugs wie Geld stehlen würden, sobald sie Wind davon bekommen würden. Okay, jetzt halt mal dein verdammtes Maul und hör zu, Rabauke! Na, jetzt sucht er sich sogar Schutz. Wer bist du? Ein Freund der Diebe? Keine Gewalt! Keine Gewalt! Der alte Wes. Beruhigen wir uns alle mal. Hier einen Aufstand zu starten wird uns nicht weiterführen. Gerade wo das da weg ist. Das Dorf und ich glauben dir. Also warten wir einfach darauf, dass das da zurückkommt. Duster, du Hohlkopf! Du kommst besser bald zurück! Und wenn nicht? Die mysteriöse Gruppe, die fast spielzeugartig an den Waldkreaturen herumbastelte, begann mit ihrem Plan, die Stadt, das Leben und sogar die Herzen der Leute zu verändern. Es scheint, als ob ein gewaltiger Plan irgendeiner Art hinter all den Tätigkeiten des verdächtigen Krämers steckt, der unlängst erschienen ist. Jedoch gibt sich nicht jeder damit zufrieden, ruhig sitzen zu bleiben, während der Feind seine abscheulichen Angriffe von jedem Winkel aus fortführt. Flint, dessen Familie in Stücke zerrissen wurde. Wes und sein Sohn Duster, die Diebe der Gerechtigkeit. Prinzessin Kumatora, das mysteriöse Mädchen, welches plötzlich auftauchte. Das Schicksal führt die zusammen, die ihre Kräfte für Gutes einsetzen. Und was ist mit Lukas, der kleinen Heulsuse? Alles irgendwie verstreut momentan. Aber um Klaus machen die sich nicht Sorgen. Ich denke mal, die gehen davon aus, dass er gestorben ist. Hüpf. Hallo, ich bin ein Frosch und ja, ich möchte speichern. Eine wüstige Landschaft. Oh. Und hier machen sich die Schweinsmasken breit. Ausgerechnet in der Wüste. Von allen Orten auf der Welt.
Wann brauche ich denn einen Übersetzer dafür? Oh, das Äffchen. Au. Okay, das ist wohl ein Affenpärchen. Kapitel 3. Der verdächtige, Händler? Naja. Der Typ ist auch da. Also, Affe, hör gut zu. Wenn du deinen Job nicht machst, dann ist dieses Affenmädchen so gut wie tot. Tu, was du tun sollst. Und ihr werdet später ein nettes Happy End haben. Verstanden? Sowohl du als auch dieses Affenmädchen könnten sterben, wenn du nicht vorsichtig bist. Ei! Er rüstet einfach mal diesen Affen. Ich mag diesen Affen. Nun, wie gefällt es dir? Dieses liebliche Teil um deinen Nacken ist kein gewöhnliches Halsband. Es ist so fortgeschritten, dass selbst wenn du ans Ende der Wüste rennen würdest, einer Bestrafung nichts im Wege stünde. Fassad, ich hasse dich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, du hast keinen Namen, oder? Du wirst von jetzt an einen brauchen. Ich hoffe, dir fällt etwas Niedliches ein. Und ein Affe, der alles für seine Freundin macht, heißt Salsa. Alles klar, dummer Affe, Salsa. Ich werde das nur einmal sagen, also hör zu. Wenn du unsere kleine Reise genießen willst, merk dir einfach diese zwei Sachen. Erstens, du und ich sind Kumpel. Wage es nicht, vor mir abzuhauen. Verhalte dich immer ruhig und friedlich. Kapiert? Ja. Guter Junge. Zweitens, missachte niemals meine Befehle. Wenn ich sage Tanz, dann tanzt du. Wenn ich sage Lach, dann lachst du. So einfach ist das. Kapiert? Ja. Tu, was ich sage und wir beide werden ohne Komplikation hier durchkommen. Nee. Oh. Was ist das denn für ein frecher Gesichtsausdruck? Tanz! In etwa so? Das ist so ein dummer Affentanz, dass schon allein das Zuschauen peinlich ist. Mach einen anderen Tanz. Guter Junge. Rückwärts, Saito. Guter Junge, gute Arbeit. Jetzt wird ohne Zweifel jeder glauben, dass wir ein hervorragendes Duo sind. Aber trotzdem lassen die beiden nicht glücklich werden. Scheiß Kerl. Tierquäler. Assi. Scheiß Typ. Schmor in der Hölle, Fassad. Und auch die Schweinsmasken. Niemand tut meinen Lieblingsaffen Salsa etwas an. Unbestraft. Hey, du blöder Affe. Du darfst nur weinen, wenn ich es dir erlaube. Nicht einfach losweinen. Zeit für eine Bestrafung. Salsa, wenn du irgendwann die Gelegenheit hast, reiß ihm die wichtigsten Teile ab. Hey, du, hör auf, bei der Arbeit zu schlafen. Im Westen von hier ist ein weißes, rundes Gebäude. Da gehen wir hin. Du wurdest von Fassad mitgenommen. Gut, gehen wir mal zu diesem kleinen Pöttchen. Hey, ja, ich habe alles gesehen. Sei stark, halte durch. Ich bin mir sicher, dass es eines Tages zu deinen Gunsten laufen wird. Um zu helfen, dass dieser Tag kommt, möchtest du dein Spiel jetzt speichern? Jo. Möchte ich. Sei bitte vorsichtig da draußen. Grüße bitte den nächsten Frosch auf deinem Weg von mir. Kann ich wirklich nicht in diese weite Wüste? Da ist nichts. Nun, da ist mehr als genug Sand, aber das war's dann auch schon. Okay.
Na gut, Seiser. Dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Oder wir kämpfen einfach mal Mistkäfer. Gut, kratzen wir mal. Und Fassad macht diesen Mistkäfer einfach mal zahm. Oha. Eine Sandechse gibt's ja auch. Ich glaube, mit Fassad im Team hat Seiser erstmal keine Probleme. So kann ich erstmal dafür sorgen, dass dieses Äffchen stärker wird und irgendwann stark genug ist, um Fassad in den Arsch zu treten. So, Mistkäfer. Kannst du von mir aus machen, deinen Mist zusammenzurollen? Oh Gott, jetzt habe ich auch noch Mist. Mistkäfer müssen es einfach herumrollen. Mehr kann ich damit also nicht machen. Toll. Ein Nussbrot. Lang lebe das Nussbrot. Ja, das nehme ich gerne auf. Das ist kaltes, sauberes Wasser. Etwas trinken? Oh ja. Seiser geht es viel besser. Ich bin ein Wan Zum Dung. Ich habe keinen Mist zum Rollen. Also bin ich kein echter Mistkäfer. Ich bin so traurig. Falls du über Mist stolpern solltest, bring ihn bitte zu mir. Ich bin immer hier, also bring mir etwas, bitte etwas. Ich will Mist rollen. Mir ist es egal, was für eine Art es ist. Jetzt bin ich total aufgebracht und verwirrt. Warte, du hast mir etwas Mist mitgebracht. Und du gibst es mir? Kostenlos? Oh, danke, danke, danke. Ja, lass uns rollen. Lass uns bis zum Ende der Wüste rollen. Ja. Jeder in der Party von Seiser erhielt 5 Erfahrungspunkte. Gut, somit kriegt Seiser einfach mal gratis ein Level ab. Gut, dann haben wir ihn wenigstens glücklich gemacht. Wenn du müde bist, trink von dieser Oase. Ja, habe ich schon mal gemacht. Sehr schmackhaft. Oh, wir haben uns von hinten angeschlichen. Weiß zwar nicht, wie wir das geschafft haben, aber okay. Obwohl doch, es sah ganz normal aus. Dann war ich einfach nur zu schnell für dieses Vieh. Oh je. Aber ich muss auch ehrlich sagen, irgendwo finde ich es schon ganz cool, auch das Spiel aus mehreren Perspektiven tatsächlich zu betrachten. Dass man halt die verschiedensten Charaktere hier spielt. Allein schon, wenn man so einen niedlichen Affen wie Seiser kennenlernt. So, jetzt muss ich aber erstmal was essen. Wobei, ich kann doch zur Quelle. Scheiß auf Essen. Wenn ich hier gratis an der Quelle einfach mal trinken kann. Aber es stinkt nach Mist, was? Okay. Trinken wir trotzdem mal. Gut, wenigstens geht es Seiser trotzdem besser. So, schnappen wir uns die nächsten Mistkäfer. Okay. Was hast du davon, wenn du deinen Misthaufen zusammenrollst? Dann geben wir dir den Gnadenstoß. Komm schon her, du kannst jetzt weg. Weg mit dir. Okay. Er hat sich einfach mal nur gedreht. Sehr schön, immer her mit den Level-Ups. Beziehungsweise mit den starken Gegnern. Aber diese Mistkäfer sind an sich echt keine Herausforderung für Seiser. Nicht so wirklich. Und wir kriegen Dörrfleisch. Und da drüben ist diese weiße Hütte, die wahrscheinlich Fassad meint. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Okay, hier ist der Weg. Sieht zumindest gerade danach aus. Weg mit der Sandechse. Danke, Fassad. Wenigstens bist du nicht so dreist und lässt den Affen alleine kämpfen. Weil das wäre nämlich wirklich schon fies. Wie sieht's hier oben aus? Ah, hier ist ein Geschenk. Luxuriöse Banane. Oh, das ist eine luxuriöse Banane. Hey, du, dummer Affe.
Wenn du glaubst, dass du dir diese luxuriöse Banane verdient hättest, dann denk nochmal drüber nach. Gib sie mir. Ach Mann. Du bist echt herzlos, Fassad. Du hast die luxuriöse Banane aufgegeben. Kann ich Fassad da nicht drauf ausrutschen lassen? Der könnte einem wirklich nichts, herzloser Typ. Du triffst auf eine Sahara. Alles klar, Zungenbrecher hoch 10. Na komm schon, Fassad. Der Affe muss hier alles durchstehen und du lässt ihn einfach mal eine antike Banane einfach mal alt aussehen. Bringt einem Gegner zum Ausrutschen und Fallen, was Schaden zufügt. Ich hätte auch noch eine Menge Mist. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal auf dieses Nussbrot zurückgreifen. Wenn ich das hier noch überleben will. Oh nein, oh nein, oh nein. Großer Ameisenlöwe. Was habe ich denn für Fähigkeiten? Entschuldige dich bei einem Gegner, um ihn zu verwirren. Wir können ihn belustigen. Führt unterschiedliche Tricks vor, um einen Gegner zu bestaunen. Tanzen führt unterschiedliche Tänze für verschiedene Ereignisse. Auf- oder Affenmimik. Kontert einen Gegner mit seinen eigenen. Mit seiner eigenen Attacke, okay. Dazu müsste ich langsamer sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich langsam genug bin. In dem Fall wohl eher weniger. Och nö. Jetzt hast du Salsa zum Wein gebracht. Scheiße Ameisenlöwe. Also Salsa kommt gegen dieses Vieh nicht besonders gut an. Los, Fassad, hau drauf. Okay, wir haben es überlebt. Aber ganz knapp wieder mal. Wenigstens hat sich das gelohnt für die Erfahrungspunkte. Dörfleisch. Somit war es kein großer Verlust. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwo ein Gegner rumlungert. Ja, hier. Ich nehme erstmal etwas Essbares. So. Dann wollen wir erstmal keine Angst mehr haben. So, Sandechse. Auf jeden Fall will ich erstmal nicht nochmal so einen Ameisenlöwen angreifen. Aber da hatte ich ja jetzt eben auch nicht mehr viel Ausweichmöglichkeiten. So, dich machen wir auch schnell platt. Perfekt. Ich wüsste jetzt gerne, ob dieser Weg die... Ich glaube, der führt zu der Hütte. Ne, da muss ich nochmal nach unten. Ja, die Musik in diesem Gebiet ist auch richtig cool. Oh nein, 2. Okay, machen wir mal Affenmimik. Ja, das zieht aber genauso viel HP ab, das ist blöd. Okay, ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt überlebe. Ich habe notfalls noch was zum Essen. Nussbrot für Salsa. Mit diesem Sahara-Sahara-Ding kriegen wir auch noch platt. Oh nein. Jetzt ist Salsa auch noch unwohl. Ich hoffe, jetzt geht Salsa wieder etwas besser. Also nicht, dass das jetzt dauerhaft ist. Fähigkeit Affentricks. Gut, zum Ausrüsten habe ich gerade nichts, ne? Nee. Salsa ist machtlos. Insektenspray, yay! Das hätte ich mal gegen diese Fliegen gebrauchen können, bei Fuel und Leiters Hütte. Eine Rennbombe.
Haben wir hier noch was? Oh, hier ist auch noch ein Weg nach oben. Oh je,